Wir haben diese geheimen uralten Pläne für den Bau eines UFOs bekommen. Der Erfinder, Herr Koch, ist leider schon verstorben, aber der hat alles ganz genau berechnet und ist sich 100% sicher, dass dieses UFO viel effizienter als jedes andere Flugzeug sein soll. Er hat schon vor vielen Jahren ein Modell gebaut, wie das Ganze funktionieren soll, und das zeige ich euch jetzt. Das UFO besteht aus zwei Scheiben, wo außen Flügelblätter dran gemacht sind. Die drehen sich dann übereinander in entgegengesetzte Richtung. Wir bauen jetzt dieses Modell in riesengroß. Dafür starten wir mit dem Grundgerüst aus Alupapier. Die Löcher müssen jetzt bei allen Teilen genau an der gleichen Stelle sein. Deswegen haben wir uns jetzt einen Anschlag gebaut. Da können wir das Profil hier so reinlegen und dann treffen wir wirklich immer genau den gleichen Punkt. Das ganze Projekt wurde übrigens von Shopify möglich gemacht, aber dazu später mehr. Die Löcher sind jetzt alle fertig gebohrt. Jetzt können wir die zusammenschweißen. Ist gar nicht so einfach, Alu zu schweißen. Der Daniel hat das schon mal gemacht. Ich bin sehr gespannt, ob das funktionieren wird. Fertig ist das erste Strichmännchen. Das Gestell hier ist nachher das Lager, wo dann die Scheiben mit den Flügelblättern drauflaufen. Wir haben uns jetzt diese Inliner-Rollen hier besorgt. Die kommen jetzt hier dran und dann läuft die Scheibe da drüber. So, jetzt kommt hier der letzte Reifen dran. Wir haben das jetzt mal auf den Boden gelegt und testen einmal, wie gut sich das jetzt drehen lässt. Schon besser als Karussellfahren, oder? Das ist mega, aber ich glaube, ich habe jetzt voll den Drehraum. Auf das Grundgerüst kommt jetzt eine Aluscheibe und an die kommen dann ganz viele so abgesägte Rotorblätter von Modellhubschraubern dran. Die Aluscheibe muss richtig genau werden, deswegen machen wir das nicht selber, sondern fahren jetzt zu unseren Freunden von der Firma Albrecht und lassen es dort auslasern. Das hier ist jetzt unser Rohmaterial. Die Platten sind echt gigantisch. Die kommen jetzt in die Laserschneidanlage. Ich bin echt schon richtig gespannt, wie die gleich aussehen. Wir haben jetzt erstmal ein ganz kleines Testteil gemacht, um zu gucken, wie das nachher aussieht. Ich glaube, so genau hätten wir es nicht hingekriegt. Hättest du jemals gedacht, dass du hier mitverantwortlich dafür bist, dass UFOs gebaut werden? Nee, ich habe auch bis jetzt nicht an UFOs geglaubt, aber jetzt glaube ich dran. Als die Scheiben fertig waren, konnte es Daniel nicht mehr abwarten, den ersten Test zu machen und hat alles ganz schnell ins Auto geladen. Diese Scheibe hier kann jetzt noch verrutschen und damit das nicht passiert, haben wir hier so alte Schwerlastrollen. Die schrauben wir von innen ran und dann sollte das nicht mehr passieren. Wir machen jetzt hier die zweite Scheibe drauf. Die Flügel kommen dann nachher dazwischen. Damit uns die Scheiben nicht nach oben wegfliegen, haben wir jetzt noch einen Rahmen gebaut, der das Ganze von oben zusammenhält. Wir treiben das Ganze jetzt mit einem Motor von unserer fliegenden Badewanne an. Ich habe den jetzt abgeklebt, damit da kein Dreck reinkommt. Den setzen wir jetzt hier innen rein und dafür brauche ich jetzt ein paar Löcher in dieses Aluprofil. Ja.
jetzt wird's spannend. Wir machen den Test mit dem richtigen Motor. Damit das UFO abhebt, muss ich die Scheibe hier mit 280 km/h drehen. Ich starte jetzt den Motor und hoffentlich fliegt nichts weg. Wo bist du denn hingegangen? Ich habe Angst, dass irgendwas gleich ab. Also der Test war jetzt auf jeden Fall schon mal sehr erfolgreich. Das ganze Ding hat sich jetzt mit ungefähr 100 km/h außen gedreht. Es wird noch ein bisschen schneller, weil die Rolle jetzt noch durchgerutscht ist. Aber ich würde sagen, bevor wir jetzt den zweiten Test machen, schrauben wir die ganzen Flügelblätter dran und dafür nehmen wir das Ganze jetzt nochmal auseinander. Um die Flügelblätter festzuschrauben, haben wir uns jetzt solche Halterungen gedruckt. Da kann man das Flügelblatt in genau 5 Grad Winkel drin festschrauben. Das stand in den Plänen, dass das so sein soll. Davon brauchen wir jetzt insgesamt über 100 Stück. Wir haben jetzt außerdem hier so Just for Fun ein kleines Mini-UFO ausgedruckt. Davon machen wir jetzt noch 20 Stück und legen die zu den nächsten Bestellungen in unserem Online-Shop dazu. Unser Shop betreiben wir übrigens mit Shopify, das ist auch der Sponsor von dem Video, die haben das ganze Projekt überhaupt erst möglich gemacht. Mit Shopify ist es richtig einfach, sich einen eigenen Online-Shop zu erstellen. Als wir so etwa vor 7 Jahren jetzt angefangen haben mit unserem YouTube-Kanal, hatten wir immer den Traum, mal einen eigenen Shop zu haben. Und weil wir einfach gar keine Ahnung von Programmieren oder sowas haben, wir sind ja Real-Life-Guys, war es mega nice, dass wir da Shopify für verwenden konnten. Wir haben euch jetzt außerdem den 3D-Plan von den kleinen Mini-UFO in den Shop gestellt. Es geht mit Shopify echt richtig einfach, so ein neues Produkt zu erstellen. Wir sind auf jeden Fall mit Shopify echt mega zufrieden. Das Coole ist auch, dass es da komplett egal ist, ob ihr jetzt ein kleines Mini-Unternehmen habt, was gerade erst gestartet ist, oder ob ihr eine Riesenfirma habt. Euch stehen genau die gleichen Tools zur Verfügung. Also wenn ihr vorhabt, irgendwann mal eure eigenen Sachen online zu verkaufen, dann schaut euch auf jeden Fall mal Shopify an. Die Plattform ist auf jeden Fall richtig einfach zu bedienen, gerade wenn man noch gar kein Vorwissen hat, wie man jetzt eine eigene Website baut. Beim ersten Test ist das Antriebsrad durchgerutscht und damit wir jetzt mehr Grip haben, benutzen wir 2 Reifen. Bei Turbinen mit so richtig vielen Flügelblättern hat man außen normalerweise immer so einen Ring drum. Das ist besser, weil da nicht so viele Verwirbelungen entstehen. So einen bauen wir jetzt auch noch. Jetzt wollen wir einmal sehen, wie viel Auftrieb das UFO erzeugt, wenn wir jetzt den Motor anschalten. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Und dafür haben wir jetzt eine riesige Waage aus einer Leiter gebaut. Hier auf die Seite montieren wir jetzt das UFO. Das sollte das Ganze dann hier nach oben ziehen. Und an die andere Seite hier kommt jetzt eine Waage dran, die dann misst, wie viel das UFO hinten nach oben zieht. I'm in line with the stars, I'm in sync with the earth. 10 toes deep, flower child from the turf. I never switch sides, like even when I die, I'm a ride for the squad. Let our ties in the hearse. So, wir haben uns jetzt hier oben alle in Sicherheit gebracht und jetzt starten wir mit der Fernbedienung den Motor. Ich bin sehr, sehr gespannt. Clear prop! Ist schon sehr, sehr schnell und kriegt hier oben schon Angst. Oh, es hebt sich, es hebt sich. 4 Kilo, 6 Kilo. Insgesamt bin ich jetzt mit dem Test eigentlich schon mal ganz zufrieden, dass hier immer nichts auseinandergeflogen ist. Allerdings hebt es ja jetzt noch viel zu wenig hoch. Und es liegt daran, dass wir jetzt den Test erstmal mit der halben Drehzahl gemacht haben. Um die jetzt zu verdoppeln, machen wir hier so ein gigantisches altes Staplerrad dran. Das neue Rad hier ist jetzt ungefähr doppelt so groß, von daher sollte es nachher echt doppelt so schnell laufen. Die Scheibe so schnell zu drehen hat sich echt als richtig schwierig herausgestellt. Erst ist uns ein Motor abgefackelt und dann sind sogar die Flügelblätter rausgerissen. Nach über einem Monat Arbeit und 1000 neuen Versuchen waren wir dann endlich bereit für den nächsten Test. Thank you.
Die Scheibe fing wieder an, sich immer schneller zu drehen und zuerst sah alles aus wie beim letzten Mal. Aber dann stieg der gemessene Auftrieb immer mehr und wir erreichten einen Rekord von 26 Kilo. Ich habe auf jeden Fall vor, mit diesem UFO selber zu fliegen. Bis dahin ist es aber noch richtig viel Arbeit. Bevor wir euch zeigen, wie es jetzt mit dem UFO weitergeht, haben wir jetzt noch eine richtig coole Reise geplant. Darüber sind jetzt die nächsten Videos. Und dann sehen wir hoffentlich, wie Daniel damit fliegt. Bis dahin, ciao.